begleitet mich heute bei meinem ersten Besuch ins Hongkong Disneyland Resort. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und zwar zu meinem ersten Besuch in Hongkong Disneyland Resort. Wir sind gerade angekommen, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir haben ein Taxi genommen vom Schiff, hat 20 Minuten gedauert, haben 180 Hongkong Dollar bezahlt, ich weiß nicht was es ist, ich glaube so 25 Euro. Und wir machen jetzt erstmal hier Fotos. Der Park macht für uns in einer halben Stunde auf. Wir haben Early Entry gebucht. Sowas wie Extra Magic Hours im Disneyland Paris. Man darf eine Stunde vorher rein. Kostet 25 Euro extra zum generellen Ticket. Aber dazu später mehr. Wir gehen jetzt erstmal rein. Wir sind jetzt drin, da ist der Eingang für Early Entry. Also die sind hier sehr hilfsbereit und sagen einem, wo man hin muss. Die Menschen warten schon auf Early Entry und unser erster Ziel wird Frozen sein. World of Frozen. Und jetzt bin ich schon wieder. Ich war gerade eben schon auf Instagram, ich versuche mir die Kontenance zu bewahren. Aber ich bin so happy, gerade hier zu sein. Und mit der Musik und so ist schon echt schön. Ich muss aufhören zu reden, sonst kommt das wieder hoch. Ich sehe aber schon Wasserspender, komme zurück zum Wichtigen. Ihr seht schon Wasserspender, ihr könnt euer Wasser hier überall auffüllen. Und ja, wie gesagt, erster Stopp wird World of Frozen sein. Wir werden aber noch Fotos am Bahnhof machen mit der schönen Mickey-Pflanze. Ich hoffe, das Emotionale hört später auf. Das ist ja furchtbar. So kenne ich mich ja gar nicht. Also nochmal zu den Tickets. Mein Ticket hat, glaube ich, um die 85 oder so gekostet. Ich weiß nicht mehr genau. Aber was ich eigentlich damit sagen will, dass es gibt Tickets, wenn ihr Leute dabei habt, die über 65 sind, kosten die Tickets nur noch 11 Euro. Und wir haben die über die Hongkong-Seite direkt gebucht mit einem Meal-Voucher. 2-in-1 Meal-Voucher. Das heißt, wir kriegen später auch noch Rabatt. Aber es gibt auch über Clock, K-L-O-O-K, gibt es auch Tickets und oft auch Angebote, wo ihr dann irgendwas gratis bekommt oder irgendwie einen Meal-Voucher habt oder so. Also es lohnt sich tatsächlich da, die Preise zu vergleichen. Und wie gesagt, über 65-Jährige zahlen nur 11 Euro Eintritt. Genau, wir haben Early Entry gebucht, hat nochmal 25 Euro gekostet, eine Stunde früher in den Park. Und wir haben auch den Premier Access gebucht, heute für den ganzen Tag. Wir sind ja nur einen Tag hier. Das heißt, es gibt 3 Shows sind da inkludiert. Und 8 Attraktionen für 800 Hongkong-Dollar, das sind ungefähr so 95 Euro. Und ja, ich habe mir die letzten Tage die Wartezeiten angeguckt, es war relativ leer und nicht so viele Wartezeiten, aber ich wusste es halt vorher nicht. Und um auf der sicheren Seite zu sein, dass wir alles schaffen, auch die Shows und eventuell vielleicht den einen oder anderen Charakter, wollte ich halt den Premier Access kaufen. Das erste Mal für mich Main Street USA in Hongkong. Und gleich, wenn wir um die Ecke biegen, das erste Mal Schloss. Bin sehr gespannt. Hier müsste das Emporium sein. Das ist eigentlich immer am selben Platz. Ja, ist es. Und da ist das Schloss. So, und ich sehe auch schon Frozen. Und übrigens habe ich mal die Info bekommen oder gehört, dass das Schloss repräsentiert ja die verschiedenen Prinzessinnen. Und das Frozen-Schloss da hinten ist extra so gebaut, dass es in dem Disneyland-Schloss verschwimmt und dass man es auch sieht. Richtig cool.
ich habe schon auf Videos gesehen, wo Frozen liegt. Man sieht es auch am Schloss. Aber ich würde sagen, wir folgen einfach den ganzen Menschen. Das Schloss zeige ich euch auch später nochmal im Detail. Es sind nämlich, wie gesagt, alle Prinzessinnen in den einzelnen Türmchen vertreten. Und lohnt sich auf jeden Fall, sich das Schloss auch sehr genau anzuschauen. Hier ist anscheinend das Fantasyland, wie man unschwer erkennen kann. It's a Small World ist leider geschlossen wegen Renovierung, aber ein Grund für mich mehr wiederzukommen. Da ist es. World of Frozen, come celebrate Summer Snow Day. Und da haben wir es. World of Frozen. So ähnlich können wir uns das auch in Disneyland Paris vorstellen. Ich denke mal nächstes Jahr. Ich werde es euch genauer gleich noch mal ein bisschen zeigen. Ich werde gleich noch mal Aufnahmen machen. Wir wollen aber erstmal zur ersten Attraktion, die wir ja auch bekommen werden, den Dark Ride. Und zwar Frozen Ever After. Aktuelle Wartezeit 10 Minuten. Vollkommen okay. Und ja, da gehen wir dann jetzt rein. Und danach fahren wir noch die Achterbahn, die wir leider nicht bekommen. Ihr seht ihr da. Oakens irgendwas. Vielleicht entdecken wir ja später noch Anna und Elsa. Aber erstmal, wie gesagt, gehen wir jetzt zu Frozen Ever After. Die Cast-Member winken einem auch zu. Super süß. Frozen Ever After gefahren und ist natürlich ein mega Upgrade zu dem in Orlando und ja, mega schöne Attraktion. Freue mich, die dann bald in Paris auch zu haben. Und jetzt geht's zu Oakens irgendwas Slide. Also zu der Familienachterbahn hier im Frozen. Und die bekommen wir leider nicht, aber ich freue mich drauf und eine Runde wach werden. Und danach zeige ich euch hier den ganzen Themenbereich, gehe in den Shop, möchte mir einen Snack kaufen und dann kommen wir abends auf jeden Fall auch noch mal wieder, um das uns bei Abendlicht hier ganze anzuschauen. Wenn ich ein bisschen Wirrwarr rede zwischendurch, müsst ihr es mir entschuldigen. Es sind so viele Eindrücke gerade hier und es war so schön. No?
back together, yeah? Hi, Christoph. How are you? Happy summer snow day. Yes. I love your snowkies. Thank you. Where's Sven these days? Right now, Sven is helping Oaken with the sliding sleighs. Okay. You know, Oaken and Sven are helping bring everyone to the top of that mountain right there. Amazing. Yeah. Now, did you ride the sliding sleighs today? Yes, just a few minutes ago. So much fun. Yes, right? It was so much fun. And my first time here. Oh, it's your first time? Yes. Welcome. Yes. Happy to have you here. And we see you soon in Disneyland Paris as well. Well, it's nice to see you again. Yes. Excellent. Now, you'll have to take a boat ride to the North Mountain too. We'll do. Yeah? Excellent. Can we take a selfie quickly? Yeah, let's get a quick photo together. Oh, Olaf. Hello. I like the warm hugs too. Yeah? Mal, hier seht ihr die Fußabdrücke von Sven und Christoph. Man muss auch immer auf die Details achten in den Disney Parks. Also ich würde sagen, Early Entry hat sich gelohnt, wenn jetzt 10.30 Uhr ist und das aktuell die Schlange für Frozen After Ever After ist. Also es sieht jetzt lang aus. Da vorne steht, glaube ich, 20 Minuten. Alle wollen jetzt halt natürlich hier rein und ja, es wird sich gleich wieder verlaufen. Aber hat auf jeden Fall gelohnt. Wir gehen jetzt in den Merch Shop und danach hole ich mir noch einen Snack. Und im Prinzip wird es genauso, also sehr ähnlich sein in Disneyland Paris. Von der Größe her ist es sehr, sehr klein. Es ist halt nur hier der Platz und dann hier der Brunnen. Ich habe eben Anna gesehen, aber die ist leider weggegangen. Christoph habt ihr ja gesehen und da vorne habt ihr nur noch Sliding. Oh, ne, ich kann es nicht aussprechen. Oaken Sliding irgendwas. Und genau, da hinten geht es auch noch lang. Da sind noch diese kleinen Trolle. Mal gucken, ob ich später vielleicht noch einen sehe. Und wie gesagt, ich komme abends noch mal her. Und schauen wir das Ganze im Dunkeln nochmal an. Da habe ich noch gar nicht meine Meinung zu Oaken's Slide-Achterbahn gegeben. Es ist super kurz. Es ist eine Minute, habt ihr im On-Ride gesehen. Also super kurz. Lang würde ich mich dafür nicht anstellen, aber es macht Spaß. Auf geht's ans Merchandise. Ich werde euch die Preise natürlich nicht zeigen können, aber so ein bisschen was es hier so gibt. Hier sind auf jeden Fall Magnete, Pins, Ornamente gibt es da, Haarschmuck, den ihr euch in die Haare machen könnt. Die Ohren. Dann gibt es hier Socken, Pullover, mein Spirit Jersey, hier noch so eine Jacke, eine Tasche.
Elsa haben wir kurz vorbeilaufen sehen und ich habe was gekauft, aber muss es nicht den ganzen Tag mit mir umschleppen. Es gibt hier auch so eine Art Shopping-Service. Ihr könnt an der Kasse sagen, dass es an Main Street geschickt wird und dann könnt ihr euch nach 3 Stunden die Sachen dann abholen. Also richtig gut. Ja, habe mir einiges im Shop schon mal gekauft und ich muss mir gleich mal die Haare zusammen machen, weil die Luftfeuchtigkeit hier ist sehr hoch. Ich muss auch gleich mal den Jersey ausziehen, wenn wir hier fertig sind. Aber jetzt gehen wir mal nach den Snacks gucken und vielleicht sehen wir ja noch jemanden. So, hier schauen wir uns mal die Snacks an, die es hier so gibt. Hier gibt es Candy Apple. Hier gibt es einen Olaf Muffin, ein North Mountain Almond Tart, ein Olaf Celebration Cake und Olaf Snowflake Mult, also so 2 Donuts. Was nehme ich denn jetzt? So ein Celebration Cake ist schon schön. Oder diesen Donut. So, dann probieren wir doch mal diesen Donut. Die sind anscheinend gefüllt. Meine Mama hat gesagt, es ist viel zu schade, den zu essen. Ist sehr lecker. Ich freue mich schon auf die Snacks in Paris, aber ich glaube nicht, dass die so gut sein werden wie hier. Wir laufen jetzt zurück über die Main Street. Wir wollen nämlich mit dem Zug fahren und wollen noch zur City Hall. In die ganzen Merch-Shops muss ich natürlich auch noch. Ich sehe hier schon Kleidung. Da muss ich noch reingehen. Ein bisschen Geld ausgeben. Ah, schade, dass ich schon einen Tag hier bin, aber ein Grund mehr zurückzukommen. Die Musik ist sehr ähnlich wie die natürlich auch in Paris und so, aber die Main Street ist ein bisschen kürzer, jetzt so vom Gefühl her. Ja, Duffy ist sehr begehrt, wie ihr sehen könnt, dafür werden wir heute keine Zeit haben, aber ich möchte ihn euch trotzdem zeigen, wie süß er ist. Nicht mich, Duffy. Aber ich habe auch gehört, die Asiaten lassen sich sehr viel Zeit mit den Meet and Greets. Und deswegen dauert es auch so lang. Wir machen jetzt was Entspanntes. Wir fahren jetzt mit der Railroad einmal durch den Park. Ja, hier sitzt man ein bisschen anders in der Railroad, als wir das von Disneyland Paris kennen. Wir sitzen hier vorwärts, also dass jeder im Prinzip nach vorne kommt. Ist auch cool, ist sehr bequem. We've entered Adventureland. A wonderland of nature's own design. A thrilling journey to mysterious, far-off regions of the world. Hello! Ja, hier seht ihr sie alle mal. Die ganzen Duffy mit Friends, die es so gibt. Obwohl die Katze fehlt. Lina Bell, glaube ich, ist es. Die fehlt. Ist hier nicht drin. Gehen wir mal hier durch den Shop. Ach, das sind schon süße Sachen. Die ist süß. Ja, es gibt hier wirklich 8 Millionen Schulterpuppen. Von jedem Charakter gibt es hier einen. Da unten auch Duffy als Schulterpuppe. Richtig süß. Den Pulli will ich, aber in Erwachsenengröße, wenn es den gibt. Hier gibt es auch nochmal, oh, die sind aber auch süß. Oh, hole ich mir so kleine, hole ich mir große, man weiß es nicht so genau. Finde ich auch total süß, hier die Schlüsselanhänger. Jetzt sind wir im Emporium. Schauen wir mal, was es hier gibt. Auf jeden Fall schon mal Spirit Jerseys. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Also ich brauche auf jeden Fall hier ein Spirit Jersey.
Sabrina bringe ich auch einen mit. Dann gibt es ja wieder die Duffy und Friends Sachen. Da müssen wir uns nicht mehr so genau hinschauen. Aber hier gibt es noch mehr Schulterpuppen. Also Schulterpuppen ist hier wirklich so ein Ding. Mickey, Minnie, Chip and Dale, Winnie Pooh, Herkel, Donald. Also alle möglichen Schulterpuppen findet ihr tatsächlich hier. Genau, einige kennen wir davon schon. Da muss ich auch hier Baby Yoda Ohren mitnehmen. Baby Yoda Pizza Ohren gibt es hier. Dann gibt es hier eine ganze Lotso-Kollektion. Uns gibt es jetzt eine Lina Bell Waffel, hat 70 Hongkong Dollar gekostet, mit ein bisschen Sahne. Es gibt auch Mickey, aber wenn wir schon mal hier sind, essen wir doch natürlich Lina Bell. Gehen wir mal in einen neuen Themenbereich, Adventureland. Wir fahren jetzt eine Runde Grizzly Mountain und ja, bin sehr gespannt. Wartezeit wäre 15 Minuten, also voll klar, aber wir haben ja den Premier Access Pass. Ich
Grizzly Mountain sind wir gefahren und ja, es ist nur so wie Big Thunder Mountain in einer Light-Version und mit einem Rückwärtstwist, sage ich mal. Also, aber echt schön gemacht, muss man sagen, und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, die gehen jetzt hier auf Toilette und ich sehe gerade wieder, kann man Wasser auffüllen. Also zeige ich euch auch gerne mal von Namen. Da. Fokussiert mein Gesicht. Moment. So, da habt ihr es wieder. Jetzt kann er wieder mein Gesicht fokussieren. Oder doch nicht? Doch. Genau, also so sind die Wasserspender hier aus und da fülle ich jetzt auch mein Wasser wieder auf. Und dann geht's weiter. Mal gucken. Zu Mystic Manor, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt geht's zu Mystic Manor. Wartet seit 5 Minuten. Hallo. Welcome to Mystic Manor. Wunidaga, Naido, my Leidaiza. Home to a world-class collection of art, antiquities, and my personal residence. I am Lord Henry Mystic. The young fellow at my side is Albert, my traveling companion, confidant, and... Yes, Albert, that's you. Now run along. Well, for several years now, Albert and I have traveled the world in search of rare and precious artifacts for you to enjoy as you tour our home in Mystic Manor. These are just a few of our treasures. And here's our latest acquisition, an ancient music box. The legend has it that this charming music box has the power to bring inanimate objects to life with the touch of its enchanting music. Storyland ist tatsächlich sehr ähnlich zu denen in den Walt Disney Studios vom Aufbau her und auch von den Attraktionen. Es sind exakt dieselben Attraktionen. Ja, mit dem Parachute Drop, der uns ja nicht, also ich weiß nicht, bestimmt sieht man da Frozen, aber nicht das Frozen in Paris. Dann haben wir natürlich den RC Racer und auch Slinky Dog. Deswegen lassen wir die Attraktion jetzt auch erstmal aus hier und konzentrieren uns auf die anderen Sachen, die ich jetzt noch nicht kenne. Wie gesagt, RC Racer kennen wir. Halbe Stunde war übrigens bei den Parachute Drops. Und ja, Slinky Dog kennen wir natürlich auch. Hi Bas! Übrigens gibt es ja auch immer einen Fotopass-Fotografen bei den Charakteren. Und es gibt auch einen Fotopass für einen Tag. Da müsst ihr euch die App runterladen. Aber nur zur Info, es gibt auch Fotopass-Fotografen. Wir gehen jetzt mal ins Fairy Tale Forest. Hier gibt es verschiedene Prinzessinnen-Stories und da kann man hier so interaktiv dran drehen. Und dann passiert da drin was.
Lieblingsfilmen. Die Schöne und das Biest. Haben wir jetzt Schneewittchen und bei jedem Spot gibt es so Rahmen, wo man dann auch ein Foto machen kann. Dann immer so was Interaktives hier. Also sowas finde ich echt schön. Kann einmal durchlaufen und ja, die verschiedenen Storys sich angucken. Was ich in Asien wirklich gut finde, ist, dass man das Essen vorher sieht hier draußen, was es im Restaurant zu essen gibt. Kann man sich einen guten Eindruck darüber machen, was es hier so zu essen gibt. Wir gehen jetzt was essen und haben ja in unserem Entry-Ticket einen 150 Hongkong-Dollar Gutschein zum Essen. Und genau, da gehen wir gehen jetzt zu Kloppins irgendwas. Links von Winnie Pooh. Da gibt es Nudelsuppen. Und da hat meine Mutter Lust drauf, deswegen gehen wir jetzt da hin. Gibt es heute Nudelsuppe. Wir haben uns jetzt was zu essen geholt bei Kloppins Festival of Foods. Hier gibt es nämlich Suppe, vietnamesische, und meine Mama isst gerne Suppe, deswegen sind wir jetzt gerade hier hingegangen. Und wir hatten ja in unserem Tagesticket einen Gutschein von 150 Hongkong-Dollar für ein Menü. Also ein Menü hier mit Getränk kostet 150 Hongkong-Dollar. Das heißt, es war jetzt im Prinzip im Preis integriert. Umgerechnet sind es ungefähr 17 Euro und meine Mama und ihre Freundin haben eigentlich nur 11 Euro fürs Ticket bezahlt. Also haben sie eigentlich 6 Euro plus gemacht. Richtig gut. Und noch ein Snack ist dabei. Popcorn oder irgendwie ein Lollipop. Schauen wir uns später mal. Also wir holen uns auf jeden Fall dann noch Popcorn. Und das ist hier die Hähnchensuppe. Ich habe die mit Beef und das ist die mit Hähnchen und Shrimps. Guten Appetit. Also das Essen war wirklich sehr, sehr lecker. Bei manchen Sachen, was in der Suppe drin war, wusste ich jetzt nicht unbedingt, was es war. Ich habe es einfach gegessen. Ich bin da jetzt nicht so picky. Und ich habe euch tatsächlich noch nichts gesagt zu Mystic Manor, zu der Attraktion. Also Mystic Manor ist so ähnlich wie Symbolika im Efteling, wenn euch das jemand was sagt. Das ist halt hier sozusagen das Phantom Manor von Hongkong. Und war ganz, fand ich ganz süß mit dem Affen, der sagen die verbotenerweise die Musikbox geöffnet hat und ja, war richtig schön. Wir fahren jetzt eine Runde Winnie Pooh, es gibt ja auch die Teetassen noch, zeige ich euch noch, aber die werden wir auch nicht fahren. Also alles, was ich jetzt so gut kenne aus Paris oder aus anderen Parks, werden wir jetzt hier nicht fahren. Wir gehen aber gleich eine Show gucken und ja, dann schauen wir nochmal. Also wie gesagt, das mit den Charakteren kann ich mir, glaube ich, hier abschminken an einem Tag. Also einen Tag finde ich ein bisschen knapp für Hongkong, ich glaube so 2-3 Tage. Sind schon ganz gut. Ja, so jetzt glaube ich so mein Fazit.
Und ich muss euch noch was zeigen. Es gibt so eine Art Priority Access auch hier. Moment, ich muss mal das Dings ab rausholen. Genau, ich muss mal hier den kurzen Namen. Da. Es gibt hier auch eine Art Disability Access Service. Ein bisschen anders als in Paris. Und geht nur für die Attraktionen und die Indoor-Shows. Das heißt, ihr könnt dann euch Zeiten, also da, so sieht das aus von innen. Und ihr geht dann zu den Attraktionen und dann kriegt ihr eine Return Time, also eine Uhrzeit, wann ihr zurückkommen müsst. Was wir jetzt mitgebracht haben, ist ein Attest vom Arzt in Deutschland. Ich habe es übersetzt auf Chinesisch und Englisch. Und ja, das hat jetzt gereicht und für heute gültig. Und das nehmen wir dann auch mit nach Shanghai, weil ich glaube, da ist die Kommunikation ein bisschen schwieriger. Und gilt auch für Shanghai. Den Tipp habe ich von einem guten Bekannten bekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier den Namen sagen soll. Ja, auf jeden Fall richtig praktisch. Hey, if you ask him, he's never gonna reach that dream. I'm in the mood for food. Oh, why does this thing always happen to me? Aus der Attraktion rauskommt, kommt man natürlich wieder in einen Merch-Shop, der nur Winnie Pooh gewidmet ist. Zum Glück kann ich bei Winnie Pooh widerstehen. Aber es sind schon sehr süße Sachen hier so. Schauen wir mal durch. Tigger und Winnie Pooh. Ja, die asiatischen Sachen sind schon echt mega süß. Der It's a Small World hat leider wegen Renovierung geschlossen, was sehr, sehr schade ist. Weil es ist einer der schönsten It's a Small World sein, aber naja, ein Grund wiederzukommen. How old can you be? Three. One, two, three. I'm 32. Wow. Very old. You look like princess. Yeah, thank you. I'm prince. I haven't seen, this is the first time I've seen a moving thing. You know? Oh, the first time I've seen me? Yes. Wow, you're so lucky. Yeah. I'm so lucky to see you. Okay. Why do you have so many years on your head? How? Why? Sorry. So many years. So many years or years? So
You got so many years on your head. Yes, I have. How many? I think 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can't count it. There's so many. Yes. Where you come from? Germany, long way. Whoa, Germany. Yeah. why you come here? Okay. Why? Why? Because visit me? Yes, I only came to see you. Oh my god! So do you have rubbish to me? Okay, we will continue, okay? I want the rubbish. Have a nice day. I want the rubbish. You want rubbish? Oh, 1 second. Do you have rubbish? Yes, probably I have something. I can give you a tissue. I'm the rubbish queen. Yummy, yummy. Thank you. Wir sind jetzt im Tomorrowland und hier gibt es natürlich auch einen Hyperspace Mountain und den testen wir jetzt mal. Ja, ihr merkt, zwischendurch muss ich die Kameras wechseln, weil der Akku von der anderen lädt und so weiter. Also ja, zwischendurch muss ich die Kameras wechseln. Hyperspace Mountain, wie soll ich es beschreiben? Also ihr seht kein On-Ride, weil es die ganze Zeit dunkel ist, aber ist auch Star Wars Thema. Oh, Foto! Wo ist denn unser Foto? Ist noch nicht da. Nee, noch nicht. Guck mal, das ist sie. Ist sie wenn Jung, gell? So geht das eigentlich. Da. So, wie beschreibe ich jetzt den Hyperspace Mountain hier? Also es ist so eine Mischung aus, also dem Star Wars Thema und Big Thunder Mountain im Dunkeln. Genau, so kann man es eigentlich schon ganz gut beschreiben. Die Projektionen sind ganz gut, gegen Ende wird es tatsächlich sehr rasant und man wird so ein bisschen hin und her geschleudert. Aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich muss sagen, also ich finde den in Paris so ein bisschen adrenalinhafter, aber der hat mir echt auch gut gefallen hier. Ja, hier im Tomorrowland ist es tatsächlich ganz anders als in den anderen Parks. Hier könnt ihr nämlich auch die Avengers antreffen und hier gibt es auch die ein oder andere Avengers Attraktion. Also hier gibt es Star Wars, Avengers und ja, ein wilder Mix hier tatsächlich in Hongkong. Also hier könnt ihr Iron Man treffen. Aktuelle Wartezeit 20 Minuten. Und da vorne gibt es eine Attraktion mit Iron Man. Und die machen wir jetzt mal. Iron Man treffen, 20 Minuten. Naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das war die Iron Man Experience. Was ist die Experience? Auf jeden Fall die Iron Man Attraktion hier, die ist wie Star Tours. Also es ist exakt wie Star Tours. Ich fliege jetzt nicht durchs Raumschiff, durch das All oder so, sondern halt durch verschiedene Städte. Man rettet mit Iron Man sozusagen die Stadt. Und es ist ein Mix aus Chinesisch, also Mandarin und Englisch. Also man versteht auch ein bisschen was. So, wie heißt nochmal die Attraktion? Stark Expo? Doch, die Iron Man Experience, so heißt es. Ja, Iron Man kann man wieder von 15 bis 18.30 Uhr treffen. 20 Minuten Wartezeit finde ich okay. Iron Man ist ja auch sehr beliebt, aber wie gesagt, no time for characters today. Wir machen jetzt Ant-Man and the Wasp. Auch die Attraktion im Tomorrowland. Und das ist halt so wie Buzz Lightyear. Bei uns Disneyland mit Schießen. So. Everyone, pick up those lashes and prepare to kick some butt. Find all the spots, aim for the weak spots, and fire away.
Ant-Man and the Wasp, hab den Film nie gesehen. Attraktion echt cool, wie gesagt, wie Buzz Lightyear bei uns in Paris mit dem Schießen, aber echt gut, hat bei mir super funktioniert. Bin ich die Beste im Schießen, aber ich fand meinen Skull zum ersten Mal gar nicht so schlecht. Was mir jetzt nur innen drin ein bisschen gefehlt hat, ist, also ich habe den Film nie gesehen, so ein bisschen mehr Dekoratives von Marvel oder so. Es waren ja irgendwie nur so diese Dinger, wo man geschossen hat, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Gucken wir uns weiter im Tomorrowland um, weil wir müssen ja gleich noch zur Show zurück. Die letzte Show von der Storybook-Dings. Gehen wir gleich wieder zurück ins Fantasyland. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Shops, Expo-Shop, und da hinten sind wir auch gerade aus einem dem Pavilion Gifts rausgekommen. Aber da mich Marvel nicht interessiert, oh, Captain Marvel, hi! Hi, tschüss! Oh, die konnte sogar Deutsch! da mich das nicht so interessiert, skippe ich das jetzt. Wenn ich mehrere Tage hier wäre, würde ich natürlich auch da reingehen. Aber mich hätte überrascht gehört, dass Captain Marvel gerade Deutsch gesprochen hat. Mensch, richtig Multikulti, die Frau. So, für unseren Eintrittspreis gab es ja noch eine Popcorn, und die Popcorn-Tüten sind echt süß, die es hier gibt. Ja, kostet normal 45 Hongkong-Dollar. Ich habe jetzt salzig, es gibt noch Karamell, beides schmeckt sehr gut. Und ich habe mir noch ein Linabelle-Eis gekauft, damit ich es mal probiere. Und natürlich für ein Foto hat es 60 Hongkong-Dollar gekostet. In dem Moment, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich so ein großes Stück abgebissen. Das wollte ich nicht. Das ist das Linabelle-Eis, wollte ich euch nochmal zeigen. Ausgepackt. Sehr, sehr lecker. Süß, fruchtig. Aber schmeckt ein bisschen nach Rose auch. Also sehr, sehr lecker. Als Trostpflaster, weil man kann eigentlich auch Linabelle treffen mit Standby. Also sowas wie über Limebird-App, aber über die eigentliche Hongkong Disneyland-App. Als Standby. Um 11 Uhr machen die Plätze auf, sozusagen, damit man reservieren kann. Und ich war kurz nach 11 drin und dachte, ich hätte reserviert. Habe ich aber nicht. Und als ich das realisiert habe, ich muss zwischendurch essen, es tut mir leid. Als ich das dann realisiert habe, war es zu spät. Dann waren alle Plätze weg. Und Linabelle kann man nur mit Standby-Line treffen. Und so hätte ich mich auch nicht hingestellt, weil. Sie ist hier sehr beliebt. Also viele Leute ziehen sich an wie Linabelle. Ja, kann ich verstehen. Ich finde sie auch am süßesten, muss ich sagen. Das ist alles auch sehr lecker. Also, mein Trostpflaster, für dass ich keins von Duffy und Friends getroffen habe. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung für Shanghai, aber auch nicht wirklich viel, weil die sind da auch sehr begehrt, die Charaktere. Prinzessinnen gibt es hier natürlich auch. Hier jetzt zum Beispiel Cinderella. Direkt hier neben dem Schloss. Seht ihr da? Sehr schön. Während wir zur Show laufen, gebe ich euch noch ein kurzes Fazit und Zwischenfazit. Also ein Tag ist auf jeden Fall zu wenig. Man muss sich priorisieren, was man machen möchte. Wir gehen jetzt noch die Show gucken. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt nicht die Vaiana-Show und die Lion King-Show gesehen. Hat jetzt leider in den Zeitplan nicht mehr reingepasst. Wir mussten dann auch zwischendurch Pause machen, weil ich natürlich nicht mit den jüngsten Kandidaten hier unterwegs bin. Ja, und Anfang halt wie immer wichtig Frozen und halt die ganzen Attraktionen, die ich nicht so kenne. Genau, und heute Abend halt auch natürlich auf jeden Fall das Feuerwerk. Aber ja, das ist so. Es ist halt unmöglich, so einen ganzen Park in allem zu schaffen, mit allen Shows, mit allen Attraktionen, mit allen Charakteren, die es hier so gibt. In einem Tag ist es halt unmöglich. Man muss sich, das sage ich euch auch immer wieder, egal ob ihr nach Disneyland Paris fahrt, nach Orlando oder hierher, macht euch einen Plan, was euch wichtig ist, was ihr unbedingt machen wollt, und depriorisiert die Sachen, die euch vielleicht nicht so wichtig sind. Genau, wir gehen jetzt die Mickey's The Wondrous Book Show schauen. Und ich bin sehr gespannt. Noch
Ja, der Hong, ja, der Disney-Park hier ist ja flächenmäßig der kleinste Schlosspark weltweit. Shanghai ist der größte, Hongkong ist der kleinste. Und dementsprechend ist natürlich auch alles hier viel kleiner. Aber ich finde es echt schnuckelig. Tomorrowland hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Ich finde diesen Mix aus Marvel, Star Wars und irgendwie Weltall so ein bisschen seltsam. Aber ist halt hier der Schwachpunkt, würde ich jetzt mal so sagen. It's a small world, ist schade, dass es zu ist, weil ich gerade im Augenwinkel sehe. Frozen ist natürlich mein absoluter Favorit hier. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, hier gewesen zu sein. Ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wir haben ja noch bis 8:30. Momentus fängt um 8:30 an. Wir haben jetzt gleich kurz vor 6. Ja, ich wollte noch gleich durch die Shops ein bisschen schlendern. Und mal gucken, was, vielleicht fahren wir noch irgendwas. Jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street. Poetry. I'll add a few new paintings to my gallery. I'll bake a car and knit and cook and basically just wonder when will my life begin? What I do. Schaut mal, wie schön It's a Small World beleuchtet ist am Abend. Wir haben jetzt gerade die Show gesehen, kriegt gleich mein Feedback zu. Aber wie schön ist It's a Small World, bitte. Leider zu. Mein Feedback zu The Storybook Wonders of irgendwas Show. Genau, also der Kontext ist, Mickey und Goofy verlieren Olaf aus diesem Märchenbuch und versuchen ihn durch die verschiedenen Welten wiederzufinden. Und die Songs sind alle auf Englisch und die Interaktionen sind auf Mandarin. Aber rechts und links habt ihr jeweils den Untertitel auf Englisch. Das heißt ja, man versteht schon den Kontext und gesagt, die Lieder sind auf Englisch. Auch echt eine schöne Show, auch mit Charakteren, die jetzt nicht so oft dabei sind. Und ja, wir gehen jetzt nochmal ins Frozenland, World of Frozen, um zu gucken, wie es da denn abends aussieht. Hier ist also auch noch eine Show, Playhouse in the Woods im World of Frozen. Celebrative Anna und Elsa habe ich auch im Internet gesehen. Das ist so eine Sing-Along, interaktive Show, haben wir jetzt auch nicht gemacht. Müsst ihr über die Standby-Line auch buchen, soweit ich das mitbekommen habe, über die App. Und dann könnt ihr euch die Show ansehen. Wie gesagt, haben wir jetzt auch nicht gemacht. Beim nächsten Mal. Sehr gut.
habe euch eben in Frozen noch den Süßwarenladen enthalten, sozusagen. Den habe ich euch nicht gezeigt gehabt. Also hier gibt es alle möglichen an Snacks. Jetzt mal noch im Schnelldurchgang. Hier so Minzdinger und Pralinen und Mitbringsel und nochmal Anhänger. Und hier gibt es auch die Snacks, wo ich heute Morgen den Donut gekauft habe. Und es gibt auch Tassen. Hier seht ihr einmal die Tasse und die Tasse und noch so ein Trinkbecher. Eigentlich habe ich euch heute Morgen gesagt, dass ich euch das Schloss noch im Detail zeige mit den einzelnen Türmchen und den Prinzessinnen und innen. Ich habe es nicht geschafft. Was mich gerade richtig ärgert, weil es mir gerade erst aufgefallen ist, wo ich das Schloss wieder sehe im Dunkeln. Und ja, Hongkong hat natürlich so viel noch mehr zu bieten. Wie gesagt, noch Shows, die wir nicht gesehen haben, Charaktere, nicht alle Attraktionen. Es gibt Hotels hier, ich glaube 2, Toy Story und Explorers. Ich weiß nicht, ob es hier ein Disneyland-Hotel gibt. Ich glaube nicht. Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Ich glaube, es sind nur die 2. Und ja, also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal herzukommen. Dieses Jahr wird das nichts mehr. Aber ich sag ja, wenn das nächste Mal Run Disney hier stattfindet, nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dann bin ich hier wieder am Start und schaue mir den Park nochmal in Ruhe an. Ein Tag ist halt echt zu wenig für einen Disney-Park. Da seht ihr das Schloss jetzt auch mal abends beleuchtet. Momentus beginnt in knapp 40 Minuten. Ja, schade, dass ich mir das nicht mehr ansehen konnte. Aber es ist ein sehr schöner Park. Des Wartens haben wir jetzt hier festgestellt, dass halbe Stunde vor Momentus, ich hoffe, ich glaube, die Person hinter mir ist scharf, das was bringt. So, versuchen wir es mal. Auf jeden Fall, halbe Stunde vor Momentus kommt so eine Ansage und dann kommt alle 5 Minuten ein Glockenschlag. Und da kommt eine andere Projektion aufs Schloss, zu jeder Prinzessin. Es war jetzt schon Schneewittchen und Ariel. Und ja, mal gucken, wer jetzt noch kommt. Also finde ich echt eine coole Idee, so eine halbe Stunde vor, wenn man auf das Feuerwerk wartet, nochmal so eine Art Pre-Show. Finde ich echt cool. We will proudly present our nighttime spectacular, Momentus. Each of us lives a lifetime filled with magical moments, shaping us into who we become and gifting us with what we leave behind. Tonight, we celebrate those moments, inspiring us to live life to the fullest and to cherish every memory. To fully enjoy this performance, the lighting around the castle will dim. For your safety and that of others, please remain where you are until the lighting returns to normal. Our celebration of a lifetime, Momentus, will begin in just a few minutes. Thank you. As soon as time begins, the magic's never ending, filled with innocence. And memories worth remembering.
remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Anschauen. Ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, obwohl jetzt nicht während der Show viel Pyrotechnik genutzt wird. Ich finde die Projektion super schön, die Musik. Also ja, kommt gleich schon mein Fazit, aber erstmal, ich finde es mega schön. Wir sind jetzt aus dem Park raus, haben uns jetzt verabschiedet. Und zu Momentus. Ich finde es eine tolle Show mit schönen Momenten. Und mein Highlight war der Villains-Part. Und die Kokos-Szene, Remember Me. Ich liebe dieses Lied. Es ist einfach total schön. Und ja, wie gesagt, ich habe es schon vorher gesagt, leider haben wir nicht alles geschafft. Es ist viel zu kurz gewesen. Der Tag geht so schnell vorbei. Und der Parker, der muss man ja auch sagen, nicht so krasse Öffnungszeiten wie jetzt zum Beispiel Disneyland Paris. Hat ja schon um 8.30 Uhr zugemacht und macht ja erst normal um 10.30 Uhr auf. Also, ja. Aber einen weiteren Disney-Park kann ich von meiner Liste streichen. Als nächstes kommt in einer Woche dann Shanghai. Heute in einer Woche bin ich dann in Shanghai. Und ich hole jetzt da tatsächlich noch meine Sachen ab, Package Express. Direkt hier bei Guest Relations, wenn man vom Ausgang rauskommt, auf der rechten Seite, könnt ihr die Sachen abholen. Und dann geht es mit dem Taxi zurück. Wir gehen noch auf den Ladies Market und dann werden wir zurück zum Schiff gehen. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist ein toller Park. Hab ihn sehr gemocht. Hätte gern noch mehr erlebt. Aber ein Tag ist halt echt zu wenig. Und beim nächsten Mal weiß ich, ich werde in einem Hotel hier übernachten und länger bleiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich glaube, dass ich muss noch vom Anfang sagen, wo ich so emotional war. Das ist die Luftfeuchtigkeit gewesen, die hier so ist. Das ist ja über 90% Luftfeuchtigkeit. Das war die Luftfeuchtigkeit. Das ist mir eben gekommen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.